dazu willkommen zu meinem Video Schnell und einfach schreiben und zeichnen in Videos mit Windows 10 Fotos. Ich zeige dir jetzt etwas, was sehr unbekannt ist, ein tolles Feature, nämlich man kann in Windows 10 ganz einfach in Videos, ich habe hier eine MP4-Datei, etwas hineinzeichnen, etwas hineinschreiben, das ganz unkompliziert. Ich bin im Windows Explorer, wähle mir diese Videodatei aus, rechte Maustaste und gehe dann auf Öffnen mit und wähle mir jetzt nicht Film und TV aus, wie es vielleicht naheliegend wäre, sondern ich wähle hier Fotos aus. Ja, so, ich habe jetzt hier die Foto-App gestartet. Mein Video wird hier abgespielt. Ich habe einfach den Bildschirm bei meinem YouTube-Kanal ein bisschen abgefilmt. Und habe hier ein Video, hier unten hast du eine Zeitleiste. Du siehst, ich bin hier gerade bei 10 Sekunden und so weiter. Ich möchte an bestimmten Stellen dann ganz einfach etwas hineinzeichnen. Vielleicht etwas hervorheben und dazu gehe ich auf Bearbeiten und Erstellen. Ich habe eine Menge an Dingen zur Auswahl. Ich nehme jetzt hier mal Zeichnen. Ich habe jetzt hier die Oberfläche und du siehst hier Kugelschreiber und so weiter. Und was werde ich jetzt machen? Ich werde mal da unten hinklicken und werde mir dann eine andere Farbe aussuchen. Wenn ich nochmal hineinklicke, kann ich auch die Stärke des Stiftes verändern und könnte jetzt hierher gehen und könnte hier zum Beispiel dieses Video mit den roten Augen dann zum Beispiel markieren. Dann gehe ich in der Zeitleiste weiter, ich bin gerade jetzt etwa bei einer Sekunde, gehe dann hier auf 6 Sekunden, bin dann weiter runter gescrollt, nehme dann hier einen anderen Stift, etwas dünner, machen hier deswegen fetter, suchen wir dann wieder eine Farbe aus, die passend wäre und mache zum Beispiel hier dann diesen Punkt, gehe dann wieder ein paar weiter und du siehst, ich habe hier immer an dieser Stelle, wo ich etwas verändert habe, habe ich hier diese kleine Marker. Ich gehe jetzt hierher, noch einmal diesen Stift, mache hier jetzt ein Hackerl, jetzt hätte ich etwas erledigt, mache dann vielleicht hier noch sowas, um dir nämlich zu zeigen, dass man auch hier radieren kann, wenn ich mir etwas mit dem Radiergummi auswähle und ein bisschen drüber fahre, dann löscht er diesen Bereich dann dementsprechend weg. Ja, und du kannst dir natürlich vorstellen, dass du dir noch andere Stifte nehmen kannst. Ich gehe jetzt mal hierher und gehe ein bisschen weiter und schreibt dann zum Beispiel etwas hin. Das heißt, wenn du hier ein Gerät hast, wo du einen Stift hast, dann geht es etwas geschickt, dass hier ich mit meiner Maus, ein schlechtes Markus habe ich hier geschrieben. Ja, und dann, wenn ich das hier speichern möchte, dann speichere ich tatsächlich hier dieses Video. Ich würde es mir hier mit Inked Video in Rohfassung und ich schreibe hier einfach hin New. Dateityp ist MP4, man muss das auch so belassen, ich klicke auf Speichern. Je nachdem wie schnell dein Computer ist, ihr schreibt hier hin, die Tinte trocknet gerade, wird das veränderte Video gespeichert. Ja, das Video ist jetzt gespeichert, ich mache jetzt hier diese Foto-App von Windows 10 zu und schauen wir das dann an gleich. Hier habe ich meine Datei New, ich starte es hier mal. Ja, bei diesem Video fahre ich rauf und runter. Du siehst, hier sind die ganzen Veränderungen. Das, was ich hier gezeichnet habe, ist schon in der MP4-Datei gelandet. Ja, ich hoffe, dass du mit dem Tipp einiges anfangen konntest und wünsche viel Spaß bei einfacher Schreib- und Zeichenarbeit in Videos mit dieser App von Windows 10, nämlich die App Fotos. Bis zum nächsten Mal.